Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen beim Club der Köchinnen, Pega Peridoni. Du bist Schauspielerin und wir werden noch viel von dir erfahren. Aber erstmal, was kochst du uns heute? Ich freue mich sehr, für uns heute eine Linsensuppe zu kochen, wie meine Mutter sie gekocht hat. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Das ist so ein bisschen zwischen Mittelmeer und Indien von den Zutaten her. Und ich lege gleich mal los, weil die braucht eine Weile. Ja, leg los. Die braucht eine Weile. Okay. Also ich habe hier erstmal ein bisschen Öl. Ist es Olivenöl? Das ist Olivenöl. Da kann man aber auch ganz normales Pflanzenöl nehmen. Dann kommen klein gehackte Zwiebeln dazu. Ich schalte das mal ein bisschen runter. Genau. Die werden ein bisschen angedünstet zusammen mit Kurkuma. Gut. Das gibt auch schöne Farbe. Zimt. Mhm. Gibt eine schöne Farbe und duftet auch. Hier haben wir noch Ingwer. Oh, ich habe zu Hause einen Elektroherd. Ich bin nicht so gewohnt mit Induktion. Das geht schon alles. Was ist das hier? Das ist Brühe für später. Ja, und der Ingwer kommt jetzt auch noch mit rein. Doch, den Ingwer, den können wir, lass mal sehen, der muss schon ganz fein sein, damit er nicht zu dominant schmeckt. Dann ein Messer. So, kannst du schneiden und reden gleichzeitig? Ich kann schneiden und reden. Ja? Dann, wie wir uns zuerst gesehen haben, hast du gesagt, ich bin Berlinerin. Ja. Nun musst du mir das erklären. Das habe ich gesagt, weil du Münchnerin bist. Ja. Nein, das ist, ich bin totale Lokalpatriotin. Ich habe auch eigentlich mein ganzes Leben, außer die ersten paar Jahre, in Berlin verbracht. Mhm. Ich habe eigentlich nie lange außerhalb gelebt. Ich glaube, das merkt man mir ein bisschen an. In den letzten Jahren habe ich mir so ein bisschen so berlinerisch angeeignet. Ja. Und schön. Ja, ich bin auch vielleicht ein bisschen frecher als, als so andere. Und ich glaube, das merkt man mir schon an. Aber deine Eltern stammen nicht aus Berlin, sondern? Aus dem Iran. Aus dem Iran. Da bin ich auch geboren und habe 2 Jahre dort gelebt mit meinen Eltern. Und dann mussten wir nach Deutschland fliehen, weil meine Eltern waren politisch aktiv und wurden verfolgt. Und das war nicht so gut. Das war nicht so gut? Nein, keine gute Zeit. Aber Gott sei Dank sind wir dann nach Deutschland gekommen. Du hast auch von Verwandten erzählt, die auch verfolgt wurden und die es kaum noch gibt. Ja, das ist halt aus der Generation meiner Eltern sind nicht mehr so viele übrig, weil die einfach, also jeder, der politisch war, der wurde inhaftiert oder ist verschwunden und oder ist ins Ausland gegangen, so wie meine Eltern. Und ihr wart nie wieder dort? Nein, leider nicht. Also für mir ist es auch nicht möglich, zurückzugehen, weil ich einfach mittlerweile auch selber politisch aktiv bin, viele Filme gemacht habe, die sich ganz eindeutig gegen das Regime stellen. Und da wäre das, glaube ich, nicht so angebracht für mich. Ja. Ja. Hier geht es auch schon eigentlich weiter. Ich habe jetzt die Linsen. Das sind Berglinsen. Genau, das sind Berglinsen. Man kann aber auch ganz normale Tellerlinsen nehmen oder das, was einem halt besonders schmeckt. Und die muss man nicht einweichen? Die muss man nicht einweichen, nein. Die brauchen dann etwa eine halbe Stunde. Ich röste die so mal so ein bisschen mit an, bevor ich da heißes Wasser dazu gebe. Und das ist eine ganz unkomplizierte Geschichte und ist aber sehr, sehr schmackhaft und sehr sättigend. Freue ich mich drauf. Und deine Eltern, die sind Künstler, hast du mal erzählt? Ja, meine Eltern sind beide Musiker. Mhm. Aber auch politisch so. Also meine Mutter ganz besonders. Ich glaube, von ihr habe ich das so ein bisschen geerbt. Ich gebe jetzt so ein bisschen Brühe mit rein für die Würze. Also meine Eltern, die spielen beide sowohl klassische Instrumente als auch traditionelle persische Instrumente. Mein Vater ist auch Kirchenmusiker in der evangelischen Kirche.
Und deswegen, also ich bekomme Religion oft, deiner Eltern ist auch evangelisch, ne? Ja, genau. Also ich kriege halt oft die Frage gestellt, oder ich werde oft als Muslimin besetzt. Und ich würde sagen, der Islam gehört, ist auch Teil meiner Kultur, weil ich aus dem Iran stamme. Und ich fühle mich da auch sehr, sehr wohl, so sehr heimisch. Mhm. Aber ich kenne mich eigentlich mit der Bibel und mit dem Evangelium viel, viel besser aus. Also dort, du ja auch in der Schule, ne? Genau, nicht nur in der Schule, sondern ich war auch selber in der Gemeinde aktiv. Und dort habe ich eigentlich auch schauspielerisch angefangen, ja. Im Kirchenchor, in der Kindersinggruppe in Berlin. Und wie bist du dann, wie ging es dir überhaupt? Bist du als Fremde behandelt worden? In der Kirche gar nicht. Und in der Schule? In der Schule, sage ich mal, von meinen Mitschülern auch nicht. Das war einfach Teil der Schulpolitik damals in Berlin der 80er und 90er Jahre, dass einfach Kinder nicht deutscher Herkunft anders behandelt worden sind. Also da leide ich immer noch drunter, wenn ich mich daran erinnere, dass Kinder wie ich zum Beispiel per se keine Empfehlung für höhere Schulen bekommen haben. Obwohl ich letzten Endes dann die Einzige war, die aus meiner Grundschulklasse, die mit einem Gymnasialabschluss. Du, ich habe auch keine gekriegt. Nein? Nein. Warum? Wie kam es? Der Lehrer hat zu meiner Mutter gesagt, ich wäre zu doof. Oh, nö. Ja. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe es aber trotzdem mit knapp 18 Abitur gemacht. Ja, das ist ganz verrückt. Also ich erlebe das ganz oft, dass Frauen und Migranten ganz, ganz ähnliche Sachen durchmachen müssen. Ja. Also das ist eine ganz ähnliche gläserne Decke, die wir durchstoßen müssen. Und du hast aber dann sehr schnell Deutsch gelernt. Ja, klar, sofort, unmittelbar. Also meine Eltern auch. Die gingen ins Goethe-Institut zum Deutschlernen und da habe ich die einfach begleitet. Also das war. Ist mitgegangen. Ja, da war ich so das einzige Kleinkind in der Gruppe und habe das dann so mitgemacht. So, ich habe das jetzt hier ein bisschen hochgestellt. Und das köchelt jetzt so langsam vor sich hin. Und viel mehr braucht man nicht zu machen. Nee. Jetzt können wir vor der Pause noch schnell drüber reden. Ich habe gehört, du sprichst unglaublich viele Sprachen. Wie kommt das denn? Ja, also ich verstehe viel mehr Sprachen, als ich spreche. So. Mhm. Ich habe einfach sehr früh angefangen, Sprachen zu lernen. Ich habe in der Schule auch 4 Jahre lang Chinesisch gehabt zum Beispiel. Und dadurch, dass meine Familie im Exil weltweit ansässig ist, und meine Eltern beide Musiker sind, ich habe da so ein bisschen so ein musikalisches Gehör, habe ich einfach sehr früh, kam ich mit sehr vielen Sprachen in Kontakt. Ja. Du hast was gesagt, auch von Hindi. Ja, ich habe vor kurzem war ich in Indien und habe da gedreht fürs Fernsehen und habe 6 Wochen lang Hindi lernen dürfen. Und das sind dann so Sachen, die bleiben dann hängen, ein Leben lang und davon zehre ich. Und das sind auch lauter verschiedene Schriften, nicht? Das sind sehr unterschiedliche Schriften, kann man wohl so sagen, ja. Respekt. Jetzt machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder da und dann möchte ich von dir hören, was du bisher alles gemacht hast als Schauspielerin. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Wir machen jetzt weiter mit der Linsensuppe von Pega Feridoni. Die muss aber wohl noch eine Weile kochen. Noch ein bisschen, aber die ist schon so gut wie fertig. Ist schon so gut wie fertig. Dann will ich natürlich gerne wissen, wie es mit dir weiterging, wie du in Berlin warst, in der Schule. Das haben wir schon gehört. Aber wie bist du dann zur Schauspielerei gekommen? Ja, also dadurch, dass meine Eltern beide Künstler sind, war das gar nicht so weit her, dass ich auch irgendwann zumindest in das Künstlerische reinschnupper. Dann habe ich ganz früh in der Schule angefangen, Theater zu spielen und dann auch in meiner evangelischen Kirchengemeinde. Wir haben dann quasi mit Kinderoper angefangen, wir haben da viel gesungen und dann fing ich auch an, so zu performen und dann war ich eigentlich schon mittendrin. So. Singst du heute auch noch als Schauspielerin? Also ich singe heute auch noch. Ich habe das lange Jahre leider vernachlässigt, aber ich komme auch eher aus der Musik. Also das war meine erste Karriere. Und hast du sowas wie Schauspielschule gemacht? Nein. Ich hatte mich an Schauspielschulen beworben und habe dann aber relativ früh, wirklich mit 20 oder so, dieses Angebot bekommen, bei Türkisch für Anfänger mitzumachen in der Serie. Und dann habe ich das gleich genutzt. Also ich habe gar nicht lange gefackelt. Ist und das gleich war mitten reingesprungen. Das war ein Glücksgriff, ja. Ja, wer hat das schon mal für eine Serie? Ja. Wie viele
Termine waren das? Das waren 52 Episoden. 52 über Episoden. Über 3 Jahre. Ja. Und dann kam später der Kinofilm dazu. Und parallel habe ich Gott sei Dank auch angefangen, Theater zu spielen an einigen Bühnen. Mhm. Und habe dann auch angefangen, Filme zu drehen. Und so also kam eins zum nächsten. Tolles Programm. Ja. Ja. Also ich war wirklich, ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie ich mich bewerben sollte heutzutage. Ich habe immer das Glück gehabt, dass die Leute zu mir kamen und ich irgendwie zur richtigen Zeit irgendwie gefragt war und das dann gemacht habe. Umso schöner. Ja. Umso schöner, ja. Wie lange dauert der Dreh für so eine Episode? Das interessiert mich schon lang. Also wir haben damals, dafür, dass wir extrem hochwertig gedreht haben, haben wir schon sehr wenig Zeit gehabt. Also wir haben etwa für eine Episode etwa 4,5 Drehtage gehabt. So. Und haben dann meistens 2, 3 Episoden parallel gedreht, was natürlich jetzt verglichen mit einer Seifenoper oder so dann doch recht luxuriös ist von den Zeiten. Und das sind dann etwa 6 bis 7 Minuten im fertigen Film, im fertigen Programm, die man dann so am Tag fabriziert. Ist aber viel. Ja. Das ist wahnsinnig viel. Mhm. Aber du hast es gern gemacht und sehr gerne. Musstest auch nicht viel auswendig lernen, oder? Doch, aber also das Schöne war, es war für mich auch eine Art Schule, weil dadurch, wir hatten so eine bewegte Kamera, das war auch ganz neu im deutschen Fernsehen, dass es eine Kamera gibt, die sich ständig den Bildausschnitt sucht und wir Schauspieler alle im Raum permanent aktiv waren und gespielt haben. Ja, und dadurch hat sich sehr viel ergeben, auch an komischen Momenten. Und man war halt wirklich dauernd, permanent dran. Und das war wirklich, also 4 Jahre wie Schule. Das war was? Es war wie eine Schauspielschule, wie ein Schauspielschulersatz quasi. Und ich möchte das nicht missen. Und auf der Bühne, was hast du da für Rollen gehabt? Auf der Bühne habe ich ganz unterschiedliche Rollen gehabt. Ich hab junge Männer gespielt. Was hast du? Ich habe in einem iranischen Theaterstück habe ich einen jungen Philosophen gespielt. Also das finde ich das Tolle, dass man sich am Theater, dadurch, dass es abstrakter ist, sich sehr ausprobieren kann, auch mal über quasi das eigene Rollenbild hinaus Dinge machen kann. Also im Fernsehen war ich zu der Zeit sehr für diese Kopftuchrollen gebucht und wobei Kopftuchrolle sehr, sehr oberflächlich gesagt ist, weil ich zum Beispiel die Yarmur in Türkisch für Anfänger auch eher als Punk gesehen habe, als jugendliche Rebellin, die den Glauben und die Religion für sich sozusagen nutzt als Ausdrucksmittel und auch als Rebellion gegen den eigenen Vater, der doch sehr angepasst ist. Und im Theater durfte ich dann einfach ganz andere Rollen spielen, die auch zwar sehr diskursiv waren, aber zum Beispiel in Feridun Saymoğlu's Schwarze Jungfrauen, das ist quasi so, das sind die Vagina-Monologe auf islamistisch, haben viele Kritiker gesagt. Also das waren schon sehr unterschiedliche Sachen, die ich da spielen durfte. Hoffentlich kriegst du mein Engagement in München. Das wäre herrlich, ja. Das wäre klasse. Vor allem bei dem schönen Wetter im Sommer, das hat die Stadt schon sehr viel Lebensqualität. Ja, ja. Bist du das erste Mal hier? Ich bin ehrlich gesagt sehr oft in München, nie für lange Zeit, meistens wenn ich hier gedreht habe oder hier gearbeitet habe und jetzt war ich während des Filmfestivals hier und das war einfach eine sehr, sehr schöne, sehr intensive Zeit, in der ich auch ein bisschen mehr von der Stadt gesehen habe und sie kennengelernt habe und ich fühle mich hier sehr wohl. Du warst in der Jury? Ja. Für einen bestimmten Filmtyp? Genau, und zwar in der internationalen Sektion bei den Cinemasters. Und das war überhaupt der große Genuss, weil ich dann 12 Filme sehen durfte, die wirklich also alle herausragend sind. Und es war ganz, ganz schwer zu entscheiden. Bis zu 3 am Tag? Bis zu 3 am Tag, ja. Alle in Überlänge. Stimmt, der Eröffnungsfilm war schon so lang. Ja, das stimmt. Ja. Schau, soll ich ein bisschen durch kochen? Ja, das kocht auch schon, das zieht. So, ich rühre nur zwischendurch ganz gerne. Wenn es so köchelt. Genau. Ja. Ich rühre zwischendurch ganz gerne, damit es unten nicht anbackt. Vielleicht kann dann ich auch hast schon. Du aber nicht viel von München gesehen, wenn du 3 Filme am Tag gesehen hast. Ach doch, wir sind immer zum Kino gelaufen. Also ich finde es ja ganz toll. Du bist immer in Isarnähe. Genau, in München sind ja dann doch die Fußwege recht nah. Ja. Und das ist ganz schön, so zu den verschiedenen Kinos zu laufen. Und das war wirklich toll, zu erleben, dass es in München halt noch diese Kinokultur gibt. Also diese kleinen Programmkinos, die ja in Berlin zum Beispiel am Aussterben sind. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Ja, leider. Aber es sind natürlich auch
weniger als früher in München. Erheblich weniger. Ja, das ist schon ein Verlust. Also ich finde das toll. Und auch zu sehen, dass die Münchner das Filmfest so annehmen, das ist schon wunderbar. Es gibt von dir aber auch einen Kinofilm. Ja, es gibt von mir auch ein paar Kinofilme. Es gibt auch einen Kinofilm, der in München spielt. Nämlich? Das ist Ayla. Ich denke gerade daran, wir haben in unserem Kulturforum eine Filmreihe. Und vielleicht könnte man den Film da unterbringen und dich dazu einladen. Ja, sehr gerne. Der Film ist sehr, sehr rar. Also wenn man die DVD im Internet kaufen möchte, dann kostet die schon weit über 200 Euro, weil der Film so rar ist. Ja, aber der spielt in München, man sieht auch viel von der Stadt. Und dafür bin ich auch einigermaßen stolz. Das war, glaube ich, meine erste richtig, richtig große Hauptrolle in einem Spielfilm. Jetzt habe ich gerade gesehen, wir müssen gleich wieder eine Pause machen. Ja. Willst du noch was an der Suppe tun? Ja, ich muss da noch ein bisschen Petersilie dazugeben. Genau. Ja, tust du noch die Petersilie rein? Ich gebe da noch ein bisschen was rein für die Würze. Und dann können wir noch was Frisches draufgeben zum Schluss. Aber sonst, hier muss nichts mehr rein? Nein, außer vielleicht ein bisschen Zitrone zum Schluss, zum Abschmecken. Gut, wir sind gleich wieder da und werden die Suppe genießen. Ja. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Also ich habe jetzt noch schön kräftig Petersilie. Wer es mag, ein bisschen Zitrone und Öl. Und dann, bitteschön. Sieht köstlich aus. Was hast du jetzt noch drauf getan? Ich habe da jetzt noch ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Zitrone drauf gegeben, wenn ihr möchtet. Ich hätte gerne, ja. Einfach, dass es ausgleichend. Mm-mm. Nein? Okay. Danke. Ja, wem es gefällt. Magst du nicht. So. Essig. Ja, guten Appetit. Guten Appetit, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist wunderbar. Ganz wunderbar. Ist ganz gut, ne? Also ich liebe das auch so unkompliziert. Wenn ich viel arbeite, dann möchte ich einfach nur nach Hause kommen, schnell was zusammenschmeißen. Mhm. Und das Rezept ist jetzt wo hier? Also meine Mutter hat immer ganz oft Linsen gekocht. Und dieses Kurkuma und Zimt, das ist so typisch persisch. Mhm. Und ich habe das jetzt noch ein bisschen abgewandelt mit Ingwer, nachdem ich in Indien war. Und ja, und mit dem Olivenöl sowieso. Unglaublich viel süß. Ja, man kann je nach Geschmack kann man auch einen Schuss Essig oder Balsamico dazugeben, wie man möchte. Wir kennen es immer mit Essig, aber ich finde Zitrone, das ist sehr schön. Und Kurkuma, das habe ich auch zum ersten Mal. Das ist aber eigentlich hauptsächlich, glaube ich, um ein bisschen Farbe zu geben, nicht? Das gibt Farbe und dann ist es sehr gesund. Hat Antioxidantien. Das ist ja heutzutage sehr, sehr wichtig zu wissen, dass das alles so quasi auch ayurvedisch im Reinen ist. Und wir sind dann nachher auch mit uns im Reinen hier. Genau, da kann man auch Wein dazu trinken. Weißwein schmeckt sehr gut dazu. Ich trinke jetzt Wasser dazu. Und ja, das ist eine tolle Mahlzeit. Zum Wohl. Also eine gute Anregung hier. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke für Zum Wohl, danke für die Einladung. Danke für Gerne. Ich hoffe, du kommst auch mal wieder. Ja, ja, sehr gerne. Ich habe noch einige Rezepte auf Lager. Und wir haben gerade auch drüber gesprochen, so am Rande, dass du vielleicht diesmal auch aufs Oktoberfest kommst in München. Und da bin ich sehr gespannt, wie es dir gefällt. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben. Mhm. Man muss es gemacht haben. Mit Dirndl. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir nehmen dich mit, weil alleine soll man da nie hingehen. Ja. Das ist ganz fad. Nein, das machen wir lustig. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich weiß das Datum nicht. Es ist ein Samstag und ich glaube, es ist der 19. oder so, kann es sein? Das ist immer die letzte Juli und der Oktober. Der Feiertag ist dann noch der dritte. Nee, das ist der zweite Samstag im September. Könnte der 19. Ja, aber sein. Bis zum dritten, der Feiertag ist noch drin, der Montag. Ja. Ja, 10 Tage. Ist einfach eine Woche im Oktober. Und dann müssen wir dir ein Dirndl besorgen. Ja. Natürlich.
Weil du da auch gleich wieder Fernsehaufnahmen hast? Muss sein, ja. Ich liebe Kostüme. Bin gespannt, wie du im Dirndl aussiehst. Du kannst ja auch Zöpfe machen. Ja, ich möchte ein ganz traditionelles Dirndl. Also ich bin da nicht so für modernen Design-Schnickschnack, sondern schon... Ja, du wirst lachen, die traditionellen Dirndl gibt es in München eigentlich gar nicht. Wirklich? Nein, die gibt es eigentlich nur im Umland und in den Bergen. Und die Münchner, die hatten immer so... traditionelle Münchner Tracht, die hat aber mit, also eher eine bürgerliche, sehr schöne, hat aber mit Dirndl wenig zu tun. Das ist interessant, da muss ich vielleicht eine Reise ins Umland machen, ja. Noch dazu. Nein, hier gibt's Läden über Läden, ja. In der Oktoberfestzeit. Und es gibt Leute zum Beispiel, die jeden Tag ein anderes anziehen. Ah ja. Okay. Also die haben ganze Kleiderschränke voll nur mit Dirndl. Und es steht jeder Frau. Egal, ob fast. Fast. Also mir steht zum Beispiel nicht jedes Dirndl. Also ich kam mir immer vor mit wie 10 Kilo mehr mit dem Dirndl. Komisch. Es kommt ja auf den Schnitt an. Ich hatte mal so ein Schlierseher. Mhm. Das war sehr eng. Und guter Stoff, ein weicher Stoff mit großen Falten, das ging. Das war sehr hübsch. Und auch mit Schürze und allem drum und dran. Mhm. Mhm. Schmuck. Oh, Schmuck. Oh, war ja. Schmuck. Schuhe. Das ist schon eine ganz schöne Investition. Ja, ja. Mhm. Ja, gut. Für die Touristen wird es natürlich... Also es gibt inzwischen Läden am Hauptbahnhof. Ja. Da kommen die Leute an, gehen in den Laden und lassen sich dirndlmäßig einkleiden und dann gehen sie weiter auf die Oktoberwiese. Und Hut, trägt man auch Hut eigentlich? Nee. Oder? Nee. Nein? Eher weniger. Ich habe so im Schaufenster so kleine Hütchen gesehen, so Fäsche mit... Ja, das ist modische. Sollte man besser nicht machen. Besser nicht. Das ist Gott sei Dank auch vorbei. Den Ansichtsgraden wird kein Münchner anziehen. Mhm. Also da gibt es ja schon noch große Unterschiede, ja, zwischen Münchnern und aus dem Umland. Ja. Die sind dann wir am werden Hut dich beraten. Ja, sehr gerne, da freue ich mich. Dankeschön. Okay. Mhm. Jetzt erzähl mir mal, was du überhaupt in Zukunft noch so vorhast. Weil eigentlich wollten wir hier gar nicht über Dirndl reden, sondern über dich. Was ich in der Zukunft vorhabe? Mhm. Also ich bin jemand, der recht wenig so versucht, sich einen Plan zu machen über die Zukunft, weil ich versuche mir so alles offen zu halten. Aber ich habe gerade vor kurzem in Indien habe ich gedreht einen Fernsehfilm. Und das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, auch zu reisen und im Ausland zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich mir für die Zukunft verstärkt wünschen würde. Einfach weil, also ich liebe das halt auch, mich zu kostümieren und dem Anlass entsprechend dann anders auszusehen auch. Und das ist, das trifft sich dann immer ganz gut, wenn man im Ausland auch arbeitet. Ja, und du bist ja eigentlich ein wandelbarer Typ, gerade für viele Länder. Ja. Genau, und da war ich. Was warst du schon? Du warst schon. Ich war eigentlich schon alles. Ich war meine erste Rolle, da war ich eine Albanerin, eine Kosovo-Albanerin. Mhm. Dann war ich natürlich oft Türkin, dann war ich Kurdin, dann war ich auch Iranerin. Dann habe ich argentinisch schon gespielt, ja, und mexikanisch und indisch jetzt vor kurzem. Also es ist überall verwendbar, so von Brasilien nach, ja. Ich würde mal sagen, Papua-Neuguinea. Das ist schon so, das ist schon, also schon wie die dortigen Einwohner siehst du nicht aus. Nein, aber vielleicht wie ein Mischling. Also wie ein Mischling. Dann, ja. Da habe ich das große Glück, dass ich so quasi fast den Äquator abdecke. Und ja, das wünsche ich mir für die Zukunft. Also nächstes Jahr warten noch so ein, zwei Kinofilme auf mich. Vielleicht auch wieder verstärkt Theater. Das wäre schön. Das wollte ich fragen. Theater reizt dich auch sehr. Ja, ja, sehr. Also momentan habe ich mich auch ein bisschen aufs Sprechen verlagert. Also ich synchronisiere viel und spreche viel und mache Lesungen. Ich bin mit einem Anne-Frank-Programm unterwegs. Da bin ich sozusagen vom Anne-Frank-Zentrum als Botschafterin ausgestattet worden und darf damit reisen. Und auf jeden Fall zieht es mich immer wieder zurück zur Bühne. Schön. Ja. Ganz schön. Finde ich auch als Ausgleich schön, Film und Theater. Ja, ich finde, das sind unterschiedliche Berufe. Und das ist aber, man hat aber diesen Ausgleich, wenn man das beides machen kann. Aber viel anders spielen, also ich vertrete die Ansicht nicht, dass das Spielen viel anders ist auf der Bühne wie im Fernsehen. Für den Zuschauer oder für denjenigen, der spielt? Für denjenigen, der spielt. Ah, doch, schon. Man muss ja, wenn man auf der Bühne steht, muss man mit der Stimme den ganzen Raum füllen. Es ist nur die Stimme. Und vor der Kamera? Aber das Spiel an sich, finde ich, bleibt sich am Boden gleich. Das ist interessant. Gleich.
Wenn ich einen Ausbruch habe, also bis jetzt habe ich im Fernsehen den Ausbruch genauso gemacht wie auf der Bühne. Ja. Ja, also inhaltlich. Die Gefühle sind im Grunde genommen gleich nur bis mit durch die Kamera. Natürlich ja, natürlich. Ne? Natürlich. Also die Gefühle sind müssen. Natürlich. Ja. Das ist ja die Herausforderung bei dem Beruf, immer so durchlässig zu sein, Gefühle zuzulassen und so weiter. Ja, klar. Und ich finde, viele verwechseln das, dass sie dann versuchen, viel weniger zu machen. Mhm. Und dadurch, dass es von innen nicht so stark ist, was ich auf der Bühne brauche, um es rauszubringen. Ne? Zu dir nochmal, Pega. Habt ihr vor, in Berlin zu bleiben als Hauptsitz? Also eigentlich schon. Ich bin da sehr heimatverbunden. Mhm. Ich lebe auch mittlerweile wieder in dem Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Bin sozusagen zurückgezogen in die alte Heimat. Und ich habe jetzt keine Pläne, aus Berlin wegzugehen. Allerdings würde ich mir wünschen, auch wieder mehr Reisen zu machen. Das liebe ich. Wir waren mit türkischen Anfängern, waren wir auch in Thailand, haben dort gedreht. Ach, und dort einfach auch mehrere Monate Zeit zu verbringen, auch mit Einheimischen, ist einfach ein Riesengewinn. Also, ja. Ich wünsche dir viele schöne solche Gelegenheiten. Dankeschön. Und danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Und dass wir Sie bald wiedersehen. Ja, bis bald. Der Club der Köchinnen wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner.